Hey Leute! Mundoglob hat den ersten Trailer für die erste Folge der 5. Staffel veröffentlicht. Evolution wird am 13. Juni auf Mundoglob erscheinen und wie dem Titel bereits zu entnehmen war, spielt das Hasen Miraculous eine tragende Rolle. Der Trailer beginnt mit Gabriel in seinem Geheimversteck. Er erzählt Emily davon, dass er fast sämtliche Miraculous der Wächterin in seinen Besitz bringen konnte und sein Sieg kurz bevorstände. Neben ihm die armen und verängstigten Kwamis. Das gleiche erzählt er kurz darauf auch Natalie, die sich zu diesem Zeitpunkt scheinbar noch im Zug befindet. Anschließend setzt er Noro und Fluff ein und reist verwandelt durch die Hasenhöhle, wo er allerdings auf Ladybug, Cat Noir und die erwachsene Bunnings trifft. Ein Kampf bricht aus, bei dem er die verschiedenen Kräfte der Miraculous einsetzt, darunter zum Beispiel die des Fuchses, wodurch es seine Gegner mit Illusionen zu tun bekommen. Mit dem Bienen-Miraculous setzt er schließlich Bunnings außer Gefecht. Dafür aber erhalten wir eine neue und ziemlich coole Verwandlung mit dem Katzen- und dem Hasen-Miraculous und glücklicherweise durfte Adrien hier seine Haare sichtbar lassen, anders als damals mit dem Schlangen-Miraculous. Es beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel durch die Zeit, bei dem Monarch möglicherweise herausfinden will, wer wirklich hinter den Identitäten seiner beiden Gegner steckt. Doch wird er jedes Mal von Cat Noir und Ladybug aufgehalten, noch bevor er dazu kommt, sein Ziel zu erreichen. Es kommt zu einem direkten Kampf zwischen ihm und seinem Sohn, bei dem Monarch noch einmal betont, dass sie die Miraculous niemals zurückbekommen. Er tritt nach Cat Noir, ich nenne ihn erstmal weiter so, bis wir seinen neuen Namen erfahren und verschwindet. Findet abermals in der Hasenhöhle. Am Telefon erklärt Natalie, dass der USB-Stick in Gabriels Besitz der Schlüssel dazu ist, das kaputte V-Miraculous zu reparieren. Gabriel hat damit also die Chance, die Vergangenheit zu korrigieren und zu verhindern, dass Emily in den koma-ähnlichen Zustand gerät. An für sich ein edles Ziel, aber damit würde sich natürlich sehr, sehr vieles ändern und auch die guten Dinge würden nichtig gemacht werden. Gabriel durchstöbert einige Vergangenheiten, darunter ein gemeinsames Weihnachten sowie ein Blick auf Adrien und Natalie, bis er schließlich sich selbst mit Emily bei einem Picknick sieht. Interessanterweise hier wieder mit dunklen Haaren dargestellt. Der Trailer endet damit, dass Monarch verkündet, er würde die Geschichte umschreiben. Tja, also der Trailer hat es mehr als in sich. Und obwohl sehr vieles gezeigt wurde, steht es absolut offen, wie diese Folge nun ausgehen wird oder ob sie womöglich auf einen Cliffhanger endet und die zweite Folge direkt auf ihr aufbaut, was ich sehr hoffe. Mein erster Eindruck ist jedenfalls mega gut und ich bin richtig gespannt, ob die Staffel so bombastisch startet, wie es dieser Trailer vermuten lässt. Was sagt ihr zu diesem Trailer und was erhofft ihr euch von dieser Folge? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Einen Riesendank an alle, die ein Abo und ein Like da lassen. Und einen ganz besonderen Dank an meine Kanalmitglieder, die mich direkt mit Spenden unterstützen. Voran meine Sternmitglieder GamerLife und Yen. Ebenso meine legendären Mitglieder Cedric, Thomas1829, Map, LSR und Medina Crystal Hibiki Uis. Gleichsam einen Riesendank an meine mystischen, sagenumwobenen und super Kanalmitglieder. Das wär's es mal und wie immer, bis zum nächsten Mal.